Man führt Frau in einen botanischen Garten, zwei Personen im Schatten grüner Pflanzen, fangen sie an, sich gegenseitig zu erkunden, Männer geraten schnell in Versuchung durch Frauen, Frau namens Chloe, er ist ein besonderer Profi, verwenden sie ihren Körper mit Bedacht. Lassen sie verschiedene Menschen die ultimative Erfahrung machen, Chloe kann jede Rolle perfekt spielen, eines Tages kam er in die Bar, um einen Kunden zu treffen, wie sich herausstellte, war die Kundin eine Frau. Chloe dachte, er wäre hier, um sie zu unterhalten, aber diese Frau öffnete ihren Mund und sagte, ich möchte, dass sie meinem Mann nahe kommen, Frau namens Katharina, sie ist Klinikärztin, eine perfekte Familie und ein perfektes Leben haben. Ihr Mann ist ein bekannter Musikprofessor im In- und Ausland, neulich hatte Katharines Mann David Geburtstag, Kesrin, um ihn zu überraschen, beginnen sie frühzeitig mit der Planung ihrer Geburtstagsfeier, nicht schlecht, wenn David von einer Geschäftsreise zurückkehrt, alle beneiden, David hat so eine perfekte Frau. Aber David weiß es nicht, alles, was meine Frau für sich selbst zubereitet hat, stattdessen zum Abendessen mit meinen Studentinnen, den Heimflug absichtlich verpasst, Kesrin hörte ihren Mann heute Abend sagen, nach der Nachricht, nicht nach Hause gehen zu können, sehr enttäuscht. Aber ich kann es nicht vor allen zeigen, ich kann mich nur in meinem Zimmer verstecken und nach einer Party weinen, warte bis David am nächsten Tag nach Hause kommt, Kesrin begann sich bei ihrem Ehemann zu beschweren, denke, er ist durch sein Verhalten gestern gedemütigt. David bemerkte seinen Fehler überhaupt nicht, ich denke auch, dass Kesrin sich einmischt, Kesrin will nicht weiter streiten, ich packte meine Sachen zusammen und machte mich fertig, um zur Arbeit zu gehen, habe Davids Handy klingeln gehört, wer wusste, was ich sah, war ein Gruppenfoto. Eigenen Mann und A, Schulmädchen im Teenageralter dicht beieinander, und der Text sagte Danke für deine Gesellschaft gestern Abend, diese SMS, machen sie Kesrin misstrauisch gegenüber David, sie hat David auch bewusst gefragt, ist er gestern Abend etwas trinken gegangen, nachdem er seinen Flug verpasst hat, David öffnete seinen Mund, um zu leugnen, Kesrin stellte keine weiteren Fragen, als sie das sah, aber sie hatte bereits Zweifel an David in ihrem Herzen, als Kesrin und David an diesem Tag zum Abendessen ausgegangen sind, sie ist auf der Toilette. Ich hörte versehentlich das Weinen des Mädchens in der Kabine, Kesrin lieh ihr aus Freundlichkeit Toilettenpapier, und dieses weinende Mädchen ist Chloe, Chloe, um Katharines Freundlichkeit zurückzuzahlen, gib Kesrin die Verteilerkarte, die du bei dir trägst, Kesrin war es nicht gewohnt, mit Fremden Umgang zu haben, sie wies Chloe zurück und verließ das Badezimmer, zur Essenszeit, Kesrin fand ihren Mann wieder beim Kellner, sich auf verbale Hänseleien einlassen, Kesrin kann David nicht ausstehen, das Problem, immer mit fremden Frauen zu flirten, um meinen Mann zu testen. Kesrin erinnerte sich an die Chloe, die sie gerade getroffen hatte, sie sah Chloes Beruf sofort, also ergriff Kesrin die Initiative, Chloe zu kontaktieren, erklärte ihre Situation, nachdem Chloe von Katharines Bitte erfahren hat, bereitwillig zustimmen.